Ich interessiere mich dafür, für die Vergangenheit, aber eben auch für das, was es im Hier und Jetzt zu holen gibt. Ich habe hier meine rechte Hand. Ohne Musik kann ich nicht leben. Das Leben hat keinen Geschmack. Before coming here for the master classes, I was told that Mr. Rosé is really accurate with everything. But the first day when I worked with him, I was a bit surprised because he told me that I should be more free with the music. Christoph Rosé ist Dirigent und Cembalist. Ständig ist er auf der Suche nach unbekannten Opernwerken. Sein Ziel: neue Perspektiven für die klassische Musik schaffen. Im Mozart-Labor teilt er sein Wissen über unbekannte Stücke mit den StipendiatInnen. Especially if you've worked with other conductors or other musicians, you would actually see that they all have different perspectives about things. And his is quite different from the usual, I would say. In seinem Unterricht ist für Christoph Rosé vor allem eins wichtig: der Text der Opernstücke. It's better to have Barbari with il tradimento. So, Giason Fuggiti. Barbari a tradimento, aggiungete lo scherno. Auch der Geiger und Komponist Florian Willleitner will Neuland erschließen. Er leitet die Sektion Kammermusik und spielt mit den Stipendiatinnen seine eigenen Werke. Nicht alles ist dabei in den Noten festgehalten. Es soll improvisiert werden. Man wird darauf gedrillt, Noten nach Text perfekt zu spielen, mit einer eigenen Interpretation, was ja auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil klassischen Musikertums ist. Aber genau deswegen, weil es diese Hemmschwelle gibt, geht es mir am Anfang einfach darum, ganz einfache Einstiege zu finden in praktisch die Welt des Improvisierens und vor allem darum auch den Leuten zu vermitteln, dass man zunächst einmal, wenn es um Improvisation als solche geht, man überhaupt eigentlich kein Vorwissen braucht. Ich würde jetzt eigentlich gar nicht unbedingt Ihnen jetzt als Lehrer im Prinzip von wir sind jetzt hier und haben Unterricht bei einem Lehrer, sondern wir spielen zusammen mit einem unglaublich guten Musiker und unglaublich vielseitigen Musiker und somit ist das, was wir lernen, auch nicht so wie Unterricht im konventionellen Sinne. Also all die Spieltechniken, die wir irgendwie von ihm lernen, das ist so irgendwie ein Umgang mit dem Instrument, der ganz anders ist als der klassische Umgang und ich glaube, dass das in der Klassik das voll vertragen wird. In den letzten 20 Jahren hat Christoph Rosé bis zu 5 Opern pro Jahr ausgegraben und musikalisch verantwortet. Nicht nur von bekannten Komponisten wie Mozart, sondern auch von dessen Zeitgenossen wie Salieri oder Martini Soler. Die Stücke wurden vorher noch nie aufgeführt. Bei der Inszenierung genießt Christoph Rosé die interpretatorische Freiheit. Das ist für mich auch sehr angenehm, ein neues Stück zu nehmen, weil es gibt keine Tradition. Also vielleicht, wenn ich eine Figaros Hochzeit dirigiere, habe ich eine Tradition. Vielleicht mit einem Salieri oder Martini Soler Oper habe ich keine Tradition. Die unbekannten Stücke stellen die StipendiatInnen vor viele Herausforderungen. Christoph Rosé hilft ihnen dabei, die Stücke besser zu verstehen. As singers, I feel like we are limited because there's just text, and there's music, and there's accompaniment, and that's about it, you know. And that's what we deal with. And the conductors have this element of looking over what is written or what we are given as in the music, you know. So I think it's important to have more people like Mr. Rosé to come and teach singers. Christoph Rosé und Florian Willleitner gehen in der klassischen Musik neue, ganz unterschiedliche Wege. Egal wie aufwendig oder erfolgreich die Arbeit auch ist, für beide steht fest:
Die klassische Musik immer wieder neu zu erfinden, ist ihre Lebensaufgabe. Also das ist natürlich ein Opfer in meinem Leben, aber das muss so sein. Das ist sehr klar für mich. Also mir ist es nur wichtig, dass es, wie gesagt, jetzt Sinn macht für mich. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn ich jetzt Menschen begeistern kann. Ob das in 50 Jahren eine Rolle spielt oder nicht, ist mir eigentlich wurscht.